Das heißt, wir müssen zukünftig auch wieder in den nächsten Jahren mit höheren Importpreisen rechnen. Die Energiepreise könnten in nächster Zeit noch mal einiges zulegen. Wir haben sehr viele Interessen weltweit, die für einen starken Energiepreisanstieg sind. Also du im Prinzip sparst du dich arm. Man will ja sein Geld nicht verlieren. Ja. Was mache ich denn jetzt? Wir kriegen jetzt eine Teilung des Finanzsystems mit den BRICS-Währungen. Alleine die Möglichkeiten, die drinstecken, ja, das Potenzial alleine schon, das ängstigt mich wirklich. Ja. Also ja, anders kann ich es nicht formulieren. Im Hintergrund brodelt es massiv. Wir hatten ja fast die Auflösung des Finanzmarktes dort oder den Zusammenbruch des Finanzmarktes. Da hat man festgestellt, dass ungefähr, wenn jeder 2000 Euro abhebt, sind über 50% der Banken illiquide. Heute sitze ich hier mit Jürgen Wechsler live in Dubai mit Mr. Forex. Und gerade in der aktuellen Zeit ist es natürlich auch für Immobilieninvestoren super wichtig, vor allem wenn sie weltweit investieren, auf die Entwicklung verschiedener Währungen zu achten. Außerdem wollen wir natürlich wissen, hey, wie entwickelt sich die Inflation in Deutschland? Und was wir natürlich auch wissen wollen ist, wie geht es eigentlich weiter mit den Baufinanzierungszinsen? Und alle diese gemeinen Fragen werde ich heute Mr. Forex fragen. Und ich bin mal gespannt, welche tollen neuen Informationen wir hier erhalten. Aber Jürgen, stell dich doch selber einfach mal vor. Und wie bist du eigentlich Mr. Forex geworden? Genau, ja. Jürgen Wechsler mein Name. Ich bin Ex-Investmentbanker gewesen. Habe bei der Nummer 1 gearbeitet, weltweit. Wir hatten einen weltweiten Marktanteil im Währungsmarkt von über 20%, also eine absolut weltbeherrschende Stellung. Und damit habe ich natürlich auch absolute Insider-Einblicke bekommen, die ich heute auch noch weiter nutzen kann. Ich beschäftige mich jetzt seit 1994, also seit 29 Jahren mit dem Thema Geld- und Währungsmärkte. Habe also im Prinzip alles gehandelt in den Währungen, was so geht im Investmentbanking, genauso dann auch im privaten Sektor. Ich bin also 2008 ausgestiegen aus dem Ganzen, seitdem auf eigenen Beinen die ganzen Dinge. Ja, und das ist eigentlich meine Leidenschaft. Also die Themen rund um Währungen, 2016 die Kryptowährungen mit dazu genommen als klassisches Element. Und da ist mein Spezialgebiet, wo ich meine Leidenschaft habe. Ich glaube, wir sind ja genau an der richtigen Stelle. Jetzt hämmer ich gleich mal die erste gemeine Frage raus. Wie wird es denn mit der Inflation in Deutschland weitergehen? Fällt die jetzt ab oder kommt die wieder? Oder haben wir jetzt vielleicht sogar deflatorische Tendenzen? Was ist hier deine Prognose fürs aktuelle und vielleicht fürs nächste Jahr? Ja. Also wenn man so die allgemeinen Medien beobachtet, da möchte man schon fast sagen, es kommt eine Deflation. Weil es wird ja von sinkender Inflation gesprochen, ist für viele Leute gleichbedeutend mit sinkenden Preisen. Das heißt einfach nur, dass die Preise nicht mehr so stark steigen. Das Zweite ist, wir müssen ja den Euro-Außenwert erstens schon mal betrachten. Der ist insgesamt, wird weiterhin angeschlagen sein. Das heißt, wir müssen zukünftig auch wieder in den nächsten Jahren mit höheren Importpreisen rechnen. Das ist ja die eine Komponente, die wir schon mal haben. Von der Nachfrageseite in Deutschland kann man sagen, ist nicht so viel Druck da. Mhm. Das Einzige ist, dass wir vielleicht das Angebot immer nicht mehr haben. Das ist ein großes Thema. Also wir haben einen, wie soll ich sagen, Angebotsdefizit. Nicht mehr Nachfrageüberhang wie früher, sondern eher ein Angebotsdefizit. Und das Weitere ist noch, die Energiepreise könnten in nächster Zeit noch mal einiges zulegen. Also wir haben sehr viele Interessen weltweit, die für einen starken Energiepreisanstieg sind. Mhm. Also es profitieren zu viele Menschen, zu viele Regierungen besser gesagt, von einem stärkeren Energiepreisanstieg. Mhm. Und das würde bedeuten, dass wir einen zweiten Schwung bekommen in der Inflation. Mhm. Wann denkst du, wird der Schwung losgehen? Also wahrscheinlich schon 2024 und dann verstärkt Richtung 2025. Von welcher Inflationshöhe sprechen wir da? Ich weiß, immer schwierig, genau Zahlen zu sagen. Aber es ist natürlich trotzdem immer super interessant, diese Prognosen nochmal zu quantifizieren. Ja, also wir dürfen nochmal mit zweistelligen Raten rechnen. Wow. Also die Geldentwertung im Euro ist einfach auch geplant, die muss sein. Aufgrund der Schwäche der gesamten Eurozone, die wir haben, brauchen wir diese Geldentwertung, um wieder Wettbewerbsfähigkeit reinzubekommen. Ist jetzt eigentlich der Euro noch eine Hartwährung oder kann man jetzt schon mittlerweile von einer Weichwährung sprechen? Wie würdest du das einschätzen? Ich würde es zu einer Weichwährung zählen. Also längerfristig war es ja auch schon die Abwertung gegenüber etlichen Währungen. Und wenn man die inneren Konstrukte anschaut, also was nicht mehr funktioniert, dann ist es die klassischen Themen einer Weichwährung, die wir früher kannten, von Italien, von Portugal, von Spanien, als sie eben noch nicht im Euro waren. Und das haben wir momentan. Es ist einfach, dass wir über den Zins gibt es momentan noch keinen Ausgleich. Eigentlich müsste der
der wirkliche Risikozins, der dazu passen würde, der wäre wahrscheinlich bei 8, 9 oder 10 Prozent bei uns im Euroraum. Wie es eben früher in Italien war, in Spanien oder in Portugal. Dort müsste er eigentlich sein, aber es ist derzeit der Zins künstlich noch nach unten begrenzt. Okay, das heißt, ja, hat der Euro jetzt überhaupt noch eine gute Wertaufbewahrungsfunktion? Weil natürlich eine originäre Funktion von Währung ist im Prinzip ja auch, dass ich, wenn ich quasi meine Arbeitsleistung erbringe und bekomme dann mein Gehalt ausgezahlt auf meinen Zettel, dass ich weiß, dass ich nächsten Monat mit dem Gehalt, was ich bekommen habe, noch genauso viel kaufen kann wie diesen Monat. Ist denn der Euro eigentlich doch gut genug für eine Wertaufbewahrungsfunktion oder sind wir schon so weit, dass man sagen muss, nee, da musst du ganz schnell raus? Also die Wertaufbewahrungsfunktion ist nicht mehr, nur noch, sag ich mal, das Nominelle, das bleibt erhalten, aber das Reale einfach nicht mehr. Denn wenn du alleine siehst, okay, jetzt gibt es vielleicht 4% Zinsen wieder, die Inflation ist auch nach unten gekommen, erstmal von der Steigerungsrate her, da muss man aber auch sehen, der Staat hat ja auch danach geholfen. Im Februar diesen Jahres ist ja veröffentlicht worden, dass die Inflationspreisberechnung anders gemacht wurde. Ja. Und damit ist, wie durch ein Wunder, die Inflation schon um 1% gesunken. Ja. Nur durch eine andere Berechnung. Das heißt aber nicht, dass das beim Liegen im Geldbeutel ankommt, sondern die meisten haben wahrscheinlich Inflationsraten, die wesentlich höher sind. Und wer auf dem Konto, die meisten sparen ja auch noch, das beliebteste Anlageprodukt in Deutschland ist immer noch das Sparkonto. Mhm. Da hast du 0 bis 0,5% Zinsen. Jetzt kannst du rechnen, zwischen 4 und 8% Zinsen, Inflation und 0,5% bekommst du, du hast keinen Wertbeaufbau. Ja, du entsparst. Genau. Also du im Prinzip sparst du dich arm. Und was sind die Alternativen, wenn man jetzt eigentlich das, wenn man jetzt so sicher denkender, typischer ja, Deutscher ist, man will ja sein Geld nicht verlieren. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ja, die Alternativen wären, dass du dir Anlageinstrumente suchst, die eine Rendite höher bringen können als die Inflationsrate. Man sagt ja, dass ein Vermögensaufbau geschieht, brauchst du über lange Zeiträume ungefähr 8% jährlich an Rendite auf dein Kapital. Und das netto? Genau. Also nach Steuern. Das ist gar nicht so einfach, oder? Gibt es denn überhaupt noch Sinn? Also normalerweise habe ich immer gelernt, dass ja Rendite und Risiko eine Art siamesischer Zwilling ist. Das heißt, im Prinzip durch die Inflation werden dann halt auch die Bürger gezwungen, in risikoreichere Investments zu gehen, oder? Genau. Oder die Märkte zu wechseln. Genau. Das Thema ist aber auch mit dem risikoreich, ist die Frage, was ist wirklich risikoreich? Es schaut erstmal nominell so aus, dass diese Dinge risikoreich sind, weil ich einen Wertmaßstab des Euros habe. Aber der Euro, haben wir ja festgestellt, ist etwas Schwaches. Warum soll ich etwas als Schwaches, als Wertmaßstab dann würde ich nehmen? Klar, ich habe meine Ausgaben im täglichen. Aber für die langfristige Wertsicherung und für die Wertsteigerung, die ich im Vermögen haben will, ist es als Indikator völlig ungeeignet. Verstehe, verstehe. Würdest du jetzt Gold zum Beispiel als einen von solchen sicheren Hafen bewerten, wo man im Prinzip ja sein Geld noch besser aufbewahren kann als im Euro? Oder, weil bei Gold hört man ja auch viel, dass das quasi künstlich auch runtergehalten wird. Mhm. Und wenn man jetzt mal die letzten 2-3 Jahre anguckt und man die Inflation dagegen rechnet, hat man das Gefühl, dass Gold auch nicht mehr so wirklich seine Aufbewährungsfunktion wahrnimmt. Ja. Genau. Also da ist es ja meistens so, dass es nie 1:1 läuft. Dass man sagt, okay, jetzt ist Inflation und sofort geht auch das Gold hoch. Mhm. Sondern auch Gold bewegt sich einfach in solchen Zyklen nach oben. Und wenn du es langfristig anschaust, Gold kannst du ja auch steuerfrei wieder verkaufen. Ja. Und es hat dann auch ungefähr so diese 8%, was es an Entwicklung hat. Okay. Das heißt, also, das ist ein langfristiger Wertspeicher für die Wertaufbewahrung von Vermögen. Das ist jetzt keine Wert, Überaufbau sozusagen, also wirkliche Vermögensentwicklung, sondern das ist einfach nur die Konservierung. Also wenn man No-Brainer will quasi und will sich nicht viel Gedanken machen möchte, aber dass man sich für 1000 Euro quasi in 10 Jahren noch das gleiche kaufen kann wie heute, dann ist Gold eine ganz gute Idee, aber es unterstützt halt nicht beim Vermögensaufbau, aber es unterstützt wenigstens, dass ich mein Vermögen erhalte und nicht abbaue. Genau. Was ja in den aktuellen Zeiten auch schon mal eine Kunst für sich ist, denn 8% netto ist ja nun mal nicht so einfach. Ja, das muss man schon sagen. Ja. Das ist schon auch ein bisschen eine Challenge. Ja. Und die letzten 2 Jahre in Deutschland, wäre meine Prognose, haben wahrscheinlich fast alle in allen Assetklassen irgendwie verloren. Ja. Ich glaube, da gab es wenige, die das geschafft haben, einmal die Inflation zu überspringen und zusätzlich auch noch eine Rendite zu erwirtschaften. Genau. Was hältst du denn jetzt zum Beispiel vom US-Dollar? Weil der ist ja auch in der Kritik und gibt ja auch Abgesänge, Stichwort BRICS
und so weiter und so fort und dass der Dollar quasi eine Haupthandelsfunktion im Prinzip, also das Hauptwährung, Weltwährung im Prinzip verlieren soll, dass zu verschiedenen Seiten angegriffen wird. Wie schätzt du denn den Dollar ein? Also es ist sicherlich so, dass er längerfristig jetzt Probleme bekommt, weil einfach ein großer Teil der Welt nicht mehr zukünftig in diese Währung abrechnen möchte. Derzeit ist es so, dass 88% circa aller Transaktionen weltweit in Währungen geht über den Dollar. Also das ist noch wirklich der absolute Platzhirsch. Nur wir kriegen jetzt eine Teilung des Finanzsystems mit den BRICS-Währungen. Das heißt, die eine Hälfte der Welt benutzt es dann nicht mehr in der Form. Es verliert also natürliche Nachfrage. Wir werden allerdings auch immer wieder noch Zwischenaufschwungphasen bekommen vom US-Dollar, weil die USA natürlich auch davon interessiert ist, dass Kapitalströme reinkommen. Und am besten kommen Kapitalströme in Krisensituationen. Also die USA wird, um sich dagegen zu wehren, für Krisensituationen weltweit sorgen. Das haben sie schon immer gemacht in der Historie. Und damit kann man den Dollar auch wieder attraktiver machen. Ja, weil Dollar ja auch eigentlich bekannt ist als Krisenwährung, als Anker sozusagen. Genau. Okay, also kurzfristig eher stabil, vielleicht sogar manche Aufwärtsbewegungen. Genau. Das gibt natürlich dann auch schöne Chancen für Trader wahrscheinlich. Ja, genau. Die dann, wenn sich ein Krieg anbahnt, in die Dollarwährung wahrscheinlich jumpen und wenn der Krieg erstmal zu Ende ist oder sich scheinbar zu löst, wieder raus aus dem Dollar. Also Chancen. Was hältst du jetzt eigentlich vom Great Britain Pound? Weil es ja eigentlich ich glaube sogar die älteste noch existierende Währung der Welt. Und man hat natürlich ja auch ganz schöne Schwankungen gesehen und auch die Engländer haben natürlich mit Inflation zu kämpfen. Ja. Wie schätzt du die Entwicklung des Great Britain Pounds ein? Schaffen die es wieder? Kriegen die sich wieder? Oder? Ich schätze, da wird es die nächsten Jahre auch nochmal Probleme geben. Derzeit sind sie auf so einem Plateau, da läuft jetzt nicht so viel. Aber im Hintergrund brodelt es massiv. Wir hatten ja fast die Auflösung des Finanzmarktes dort oder den Zusammenbruch des Finanzmarktes Ende September 2022. Ja. Da musste die Notenbank nochmal eingreifen. Wo dann die Prime Ministerin gekickt worden ist. Genau. Weil die es zu gut gemeint hat. Die hat halt ein bisschen unglückliche Aussagen getroffen. Ja, ja. Und wir sehen es jetzt momentan auch, die Notenbank versucht, die langfristigen Anleihen im Hintergrund, ich möchte mal sagen, schwarz aufzukaufen, damit es keiner merkt, weil es auch diese Zinsen da gehalten werden. Denn der Grund war, ungefähr auf dem Niveau, wo wir jetzt sind, damals, dass fast die Pensionskassen pleite gegangen sind aufgrund der Verluste in den Wertpapieren. Also das heißt, das ist etwas, wo weitere Inflation erzeugt wird und natürlich dann das Pfund schwächen wird mittelfristig. Okay. Ja, schwierig, ne? Jetzt sich für irgendwie eine Währungsdiversifikation zu entscheiden, wenn irgendwie alles hier im Westen abraucht, scheinbar. Wie wird denn die Zinsentwicklung weitergehen? Also zum Beispiel bei der Baufinanzierung. Das sind natürlich Sachen, die ganz viele Investoren in Deutschland interessiert, die in Immobilien investiert haben. Sollen sie jetzt vielleicht wieder so einen Bausparer machen, um sie abzusichern? Oder was haben die denn zu erwarten? Wird es mittel- oder kurzfristig wieder ein Absinken der Zinsen geben? Oder wird das Niveau erstmal oben bleiben? Also wir haben ja dann die Situation, die wahrscheinlich kommt, dass die Inflation weiter ansteigt. Und dann muss sich die Notenbank entscheiden. Lässt sie die Inflation laufen oder dämmt sie die Inflation ein? Denn es kann sein, wenn sie die Inflation dann bekämpfen weiter, dass Länder wie Italien kippen. Sie können keine wesentlich höheren Inflationsraten vertragen. Die EZB hat man jetzt die letzten Zahlen ja auch gesehen, dass die übermäßig schon italienische Staatsanleihen aufgekauft hat. Ja. Eigentlich mehr, als wie sie dürfte. Tage zwei Seiten. Auch ein, auch ein Thema. Ne? Also von daher wird möglicherweise ein Deckel drauf gelassen auf den langfristigen Zinsen, ein bisschen noch Anstieg, aber dann wird ein Deckel drauf gelassen, dass die kurzfristigen möglicherweise auch anziehen, aber vielleicht das gleiche gemacht wird wie in Japan, dass man eine Zinskurvenkontrolle macht. Also dass man die langfristigen Zinsen sozusagen dann relativ niedrig hält gegenüber den kurzfristigen Zinsen. Das wurde schon öfter angewandt, auch in der Historie, von verschiedensten Notenbanken, auch von der EZB, die haben schon mal eins gemacht und auch die US-Notenbank hat es gemacht, sozusagen ein Laufzeitenflipping, dass man die kurzfristigen Zinsen mehr hat laufen lassen, aber die langfristigen, dass man die Zinskurvenkontrolle. Und Japan macht das schon sehr lange. Ja, mit welchem Zinssatz werden wir dann wohl rechnen können, hier als der typische deutsche Kleininvestor, sage ich jetzt mal so. Also momentan sind wir, glaube ich, bei 4,25.
Kommen wir noch auf die 5%, die viele ja prognostizieren, und da wird ein Plateau stattfinden. Manche sagen ja auch, das neue Plateau ist vielleicht bei 3,5 oder 3,25. Was wäre deine Idee dazu? Kurzfristige oder langfristige Zinsen? Langfristig, sagen wir 5 Jahre, 10 Jahre. Da sind wir wahrscheinlich dann eher so Richtung 3,5, 4, wo dann gelassen wird. Okay. Weil dann, das heißt in Italien wahrscheinlich um die 6% Zinsen. Mhm. Und auch für Baufinanzierungen? Baufinanzierungen sind wir dann schon 5%. Ja, 5%. Ne? Und das im kurzfristigen Bereich? Da, wenn, also je nachdem, ob jetzt, also wie die Strategie der EZB sein wird, ja. Also ob sie sagen, wir lassen dann die kurzen laufen, aber die langen kontrollieren wir, mhm, als Zinsen, dann können wir natürlich auch über 6% kommen. 7% ist eine ganz kritische Grenze. Da kippen Volkswirtschaften. Ja, weil sich dann im Prinzip fast nichts mehr rechnet. Genau. Na, das ist, weil das halt auch rein ökonomisch schwer ist zu erzielen. Ja. Und wenn man sich natürlich auch anguckt, was die durchschnittliche Umsatzrendite ist am amerikanischen oder deutschen Markt, ja, von Mittelstandsunternehmen, und dann, ja, dann schlägt der Leverage-Effekt in umgekehrter Art und Weise zu. Genau. Das heißt, die haben dann im Prinzip keine Chance mehr, ihr Fremdkapital zu erwirtschaften. Genau. Und dann müssen nicht nur Märkte kippen, sondern dann können auch Staaten kippen, ja, weil im Prinzip dann das ein Staatssystem, mhm, mit hohen Steuern nicht mehr funktioniert. Ja. Weil die müssen dann Unternehmen mehr lassen, genau, damit sie im Prinzip dann auch ihre Kapitaldienste, also nicht, ja, nur die Zinsen, sondern die Tilgung zahlt es ja aus dem Netto, ja, dass sie im Prinzip dann überhaupt noch ihre Kapitaldienste liefern, ja, leisten können. Richtig. Und eins ist wichtig auch mal, die EZB ist eine politische Institution. Ja. Es hat eigentlich nichts mit Geldverwalter oder Geldmanagement zu tun, es ist eine politische Institution. Es steht eine Politikerin an der, mhm, obersten Stelle. Ja. Und deswegen kann da alles gestaltet werden, wo die immer sagen, wie kann ich Euro und EU retten? Ja, grundsätzlich sind sie ja mal angetreten, und ich glaube, das war auch so eine Hoffnung, gerade der Deutschen Bundesbank damals, dass, und das stand ja auch eigentlich in den Statuten drin, dass ihr primäres Ziel die Geldwertstabilität ist. Ja. Und da steht aber eigentlich gar nichts von Konjunkturprogrammen drin. Ja. Oder auch, dass sie jetzt bei Pandemien eingreift oder Klimaschutz betreibt. Ja. Irgendwie wurde die politisiert. Ganz genau. Und wurde politisch übernommen, ohne eigentlich dann Auftrag zu haben. Genau. Und das ist natürlich verdammt schwer oder schlecht für die Länder, die eigentlich eine solide, ja, Haushaltspolitik haben. Ja. Weil die werden ja im Prinzip damit verhaftet. Genau. Und ja, dadurch ist der Euro jetzt scheinbar eine Weichwährung. Ja, so mit all den Problemen, die wir haben. Und die Frage ist, was ist eigentlich das Schlimmere? Hohe Inflation oder auf der anderen Seite eher Wirtschaftskrise? Und die Leute verlieren ihre Jobs. Ja. Weil hohe Inflation ja traditionell immer zur Armut führt. Ja. Ne, weil die Leute im Prinzip ja dann nicht mehr in der Lage sind, mit ihrem Grundverdienst ihr Leben zu fristen. Genau. Das ist dann so eher so eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Genau. Und dann, ja, wie geht es dann weiter, wenn man jetzt nicht mehr weiß, was man machen soll? Ob man jetzt die Inflation zulässt oder ob man auf der anderen Seite halt Wirtschaftsunternehmen pleite gehen lässt? Ja. Gibt es da Erfahrungswerte dazu oder wie man sich da als Regierung entscheiden könnte oder wird? Ja. Also die letzten 100 Jahre, wenn ich mir alle Zyklen anschaue, ist immer gleich gemacht worden. Es ist einfach die Druckerpresse angeworfen, ja, worden und mehr Geld gedruckt worden und Inflation zugelassen worden. Und dann irgendwann Schnitt gemacht. Genau. Und irgendwann kommt dann einfach der Schnitt. Okay. Das heißt also im Prinzip, wenn wir gleiches Szenario im Euroraum zu erwarten haben, dann wäre natürlich ein logischer Schnitt, dass man jetzt schon eine Art Central Banking im Prinzip vorbereitet, mhm, also den zentralen, den digitalen Euro. Ja. Aber dann gehen natürlich nicht nur, ich sag mal so, nicht nur die Währung hops, sondern im Prinzip braucht man ja auch kein Banking mehr. Ja. Weil die Banken werden dann ja eigentlich reduziert auf Kreditvergabe. Ja. Mal losgelöst davon, dass man gar nicht weiß, wie sie sich dann refinanzieren. Ja. Weil sie refinanzieren sich ja auch durch die Einlagen. Ja. Nicht jetzt nur, dass sie sich am Markt versuchen, fristenkongruent zu refinanzieren, ja, sondern im Prinzip ja auch durch die Einlagengelder, die oft wesentlich zinsgünstiger sind als die Kredite, ja, die man vergibt. Also wäre es wahrscheinlich momentan auch keine so gute Empfehlung, in Bankaktien zu investieren, ja, oder? Also das Spannende ist, die Banken haben sich jetzt gerade ins Spielzeug gebracht. Weil das genau, was du geschildert hast, ist nämlich, eigentlich bräuchtest du in dem neuen digitalen Zentralbankgeld, brauchst du das nicht mehr. Ich brauche keine Bank. Wir haben zwei Themen dann gehabt, nämlich, und zwar ist eines der Übergang. Man hat festgestellt, was würde passieren, wenn ich jetzt die digitalen Euro einführe, also, ja, CBDC. Dann würden die Leute sagen, Moment, hier bei den Banken habe ich ein Risiko, wenn ich eine Einlage habe. Klar. Beim Digital nicht, also schiff dich um. Jo. So, jetzt haben wir Berechnungen gemacht.
wie ist es denn, wann haben denn die Banken Probleme, wenn die Leute umschichten? Und da hat man festgestellt, dass ungefähr, wenn jeder 2000 Euro abhebt, sind über 50% der Banken illiquide. Pleite. Respekt. Also konnten die es gar nicht jetzt in der Form machen. So, dann sind die Banken wieder ins Spiel gekommen und haben gesagt, naja, Moment, also nur diese Vermittlungsgeschäfte und die Kreditprüfungen und so, vielleicht können wir was anderes auch noch machen. Und jetzt haben die sogenannte Tokenized Deposits eingeführt. Das heißt, dass du die Einlagen tokenisierst und als wie ein Wertpapier praktisch. Und da kannst du dann ein Bundesschatzbrief, sag ich jetzt mal. Genau. Also eine Wallet kannst du dann im Prinzip, hast du dann deine Einlage drin von der Sparkasse, da hast du von der Volksbank drin, hast du alles in einem Depot in Anführungsstrichen drin. Also die sozusagen machen das wie eine Wertpapier. Und so kannst du dann weiterhin die Einlagen Versorgung machen der Banken. Also die haben sich jetzt ins Spiel wieder zurückgebracht mit den Tokenized Deposits. Die JP Morgan beispielsweise in den USA macht das schon und auch schon mit Großkunden. Bei den Großkunden können die dann weltweite Zahlungen machen, instant. Okay, also verrückt. Na gut, die müssen ja auch sehen, wo sie bleiben. Und ich glaube, in Deutschland sind das fast 450.000 Arbeitsplätze, die der Bankensektor im Prinzip stellt. Und ja, man sieht natürlich auch die disruptive Funktion vom technischen Fortschritt. Und ja, logisch, dass dann die Bankenlobby sie versucht ins Spiel zu bringen, um für sich in der Zukunft wieder neue Aufgabenfelder zu schaffen, damit sie im Prinzip eine Daseinsberechtigung haben. Ne? Das ging eigentlich nur, weil dieser Shift nicht ging. Weil ich sagen muss, an der Stelle würde ich gerne mal für Banken mal so ein bisschen die Lanze brechen, weil was ich eigentlich gut fand in der Vergangenheit, dass sie nie angefangen haben, unsere Kontobewegungen wirklich auszuwerten. Die haben die eigentlich für sich nie nutzbar gemacht. Vielleicht aus dem Grund, weil sie zu faul waren oder einfach nicht aus dem Knick kamen oder das Geschäftsmodell zu attraktiv war, dass man sich da nicht drum kümmern musste. Aber nichtsdestotrotz fand ich es positiv, dass man sich im Prinzip nicht wie ein gläserner Kunde vorkam. Also in den seltensten Fällen, da gab es so Ausnahmen, aber eigentlich haben sie das nicht genutzt. Und da ist natürlich die Riesengefahr, ich gerade als extrem freiheitsliebender Mensch, die empfinde, bei so Central Digital Currencies, ich sag mal so, wenn du dann irgendwie aufbäumst beim Staat oder du gehst auf eine Demo oder so, und das haben wir ja schon in Kanada gesehen, oder jetzt sieht man das ja auch, wie Russen im Prinzip weltweit verfolgt werden und das Vermögen eingezogen wird. Und denen auch die Konten plattgestellt werden. Das sind natürlich massive Eingriffe in die Eigentumsrechte, die ich generell mal so als freiheitsliebender Mensch gar nicht abkann. Das ist uns ja auch so, ich mag zum Beispiel keine Raucher, weil ich selber nicht rauche, aber ich freue mich immer, wenn Leute im Laden rauchen können, weil ich einfach weiß, das ist eine Freiheit. Ja, das ist quasi, das ist deren Recht und ich kann ja auch gehen, aber sich frei zu entfalten. Und genauso sehe ich das im Prinzip auch, wenn der Staat das eine komplette Währungshoheit hat und dann vielleicht sagt, ey, der Roski hat diesen Monat schon 2 Säckchen Zucker gefuttert, der wird jetzt zu dick, also der kann jetzt nicht nochmal eins kaufen. Also alleine die Möglichkeiten, die drinstecken, das Potenzial alleine schon, das ängstigt mich wirklich. Also anders kann ich es nicht formulieren. Und ich hoffe auf keinen Fall, dass das kommt. Also die versuchen natürlich jetzt zu sagen, ja, wird erstmal ein Nebenkriegsschauplatz, um im Prinzip es ungefährlich zu machen. Genau. Aber die Erfahrung zeigt doch eigentlich immer, dass die Regierung einfach alles nutzt, was sie haben. Ja. Auch wenn sie sagen, sie nutzen es nicht. Aber sie sagen es ja auch so. Also sagen wir so, andere Leute sagen es in Interviews dann. Das ist spannend. Also die offizielle Verlautbarung ist was anderes, als was in den Interviews gesagt wird. In den Interviews sagt selbst schon, also der ehemalige Bundesbankpräsident hat schon gesagt, ja, wir werden das einführen. Und zwar erstmal mit Grundfunktionen und dann weitere Funktionen zuschalten. Also es ist schon ganz klar. Auch wenn man anschaut, die bankfinanziellen Zahlungsausgleich, die Zentralbanken, die macht ja das ganze Rahmenkonstrukt für diese digitalen Zentralbankwährungen. Und wenn man diese Rahmenkonstrukte anschaut, dann sieht man genau, was vorgesehen ist. Also mit der Bargeldabschaffung etc. Die bauen sogar einen Datenpool, die wollen ja einen sogenannten Unified Ledger bauen, wo alle Konten weltweit zusammenlaufen. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, wenn man heute einfach nur das Bargeld wegstreichen würde, hätten wir schon digitale Währung. Ja. Also wir brauchen das überhaupt nicht. Also das Ganze hat ja im Prinzip nur einen einzigen Zweck. Und meiner Meinung nach gibt es da auch keinen bürgerlichen Regierungsauftrag. Die Bürger wollen das gar nicht. Da läuft einfach der Zug und wir gucken blöde zu. Und wir haben gar nicht der Regierung den Auftrag gegeben, uns bitte hier digital zu versklaven. Und das ist schon eine Sache, die mich einfach schockt.
genauso wie die wenigsten von uns wahrscheinlich der Regierung Auftrag gegeben haben, jetzt in den Krieg zu ziehen. Ja, ja. Ne? Oder ich sag mal so, jetzt exzessive Klimapolitik zu betreiben. Das wirkt so ein bisschen, als hätten die ihre eigene Agenda. Und das ist natürlich was ich als wirklicher Basisdemokrat und freiheitsliebender Mensch, wo ich solche, also wo ich Goosebumps kriege, also Gänsehaut kriege, wo ich mir überlege, okay, wo soll denn das am Ende alles hinführen? Ja. Ne, und das macht mir aktuell Sorgen. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich hier in Dubai sitze und quasi im Prinzip mein Leben diversifiziere über verschiedene Länder mit verschiedenen Rechtssystemen. Ich versuche im Prinzip meinen Tellerrand wieder auszutreten, um die Freiheit, die man mir hier einseitig nimmt, als Rechtsgeschäft, wo ich gar nichts zugestimmt habe, irgendwie für mich wieder herzustellen. Ja. Und wir sind natürlich jetzt gerade in Dubai, deswegen interessiert mich auch natürlich ganz scharf, was denkst du denn eigentlich hier über den Dirham, also über die Währung, die wir hier in Dubai haben? Ja, die hat sehr spannende, ein Gesamtkonstrukt, ein sehr spannendes Gesamtkonstrukt. Also das eine schon mal, es ist eine der wenigen Währungen, die frei umtauschbar sind. Also wo du einfach kaufen kannst, wo du verkaufen kannst, wo du frei überweisen kannst auch, also keine Kapitalverkehrskontrollen, was du hast. Das heißt auch, dass du kannst ein Konto außerhalb Dubais, kannst du auch in AED führen, in Dirhams in der Währung. Stimmt. Das ist auch selten einfach weltweit. Da gibt es nicht so viele Währungen. Also die meisten Währungen weltweit haben Restriktionen starke, dass du nicht das Geld rein überweisen kannst und dann wieder einfach raus überweisen kannst. Mhm. Das gibt es eben relativ selten. Okay, cool. Und das ist schon mal eine super Sache, was da ist. Das zweite, die Besonderheit ist schon mal, es gibt eine Währungsbindung. Und zwar an den US-Dollar. Das kommt noch historisch. Es ist ja die Emirate, die sind ein ölexportierendes Vereinigung von Ländern. Und damals haben wir dann eben gesagt, okay, wenn unser Hauptexportprodukt eben Öl ist und Öl ist gleich Dollar, also Öl ist eigentlich auch eine Währung und die wird als Deckung auch des Dollars genutzt. Und dann haben die gesagt, okay, dann binde ich mich einfach an, weil das wird eh meine Haupteinnahmequelle sein und unser Hauptgeschäft wird über Dollar laufen. Und das ist seit 1997 läuft diese Bindung auch. So, solche Bindungen, muss man auch wissen, halten immer für eine gewisse Zeit. Denn man muss sich auch dann an die andere Notenbank ausrichten, deswegen ja muss Dubai immer die Zinsen erhöhen, wenn die US-Notenbank die ganzen Zinsen erhöht, etc. Wo es sehr gut funktioniert, ist eben, wie jetzt bei Dubai, dass die selber am Trigger setzen, weil die viel bessere Wirtschaftsdaten haben als die USA. Das heißt, die haben niedrige Inflationsraten mit der Zeit gehabt, die haben besseres Wachstum gehabt, bessere Wirtschaft insgesamt, ständige Handelsbilanzüberschüsse, also lauter positive Dinge. Was daraus entsteht, ist eine Unterbewertung der Währung. Mhm. Wenn ich eine Unterbewertung der Währung habe, kann ich selbst als Währung entscheiden, wann möchte ich loslösen mich. Und das bedeutet, dass wahrscheinlich der AED mittlerweile um 20% oder plus unterbewertet ist in seinem Wert. Ja klar, weil der Dollar Probleme hat. Das ist im Prinzip wie im Euroraum. Genau. Also manche Euro-Länder wären eigentlich viel besser bewertet, haben aber den Euro. Andere Länder wären eigentlich Trash, haben aber den Euro. Und so hast du halt so eine, kein Selter. Aber wenn du natürlich nur eine einseitige Bindung zu einer Währung hast, dann ist das natürlich isoliert betrachtet viel besser auch abzuschätzen, ob wir jetzt unterbewertet oder überbewertet sind. Genau. Das heißt, 20% ist natürlich eine spannende Geschichte. Ja. Das heißt, man kann aufgrund dessen durchweg empfehlen, vielleicht sein Geld auch in Dirham zu packen. Genau, das ist eben eine gute Alternative. Man ist jetzt momentan ganz einfach von den Dollarschwankungen abhängig. Das heißt also, man sollte den Dollar auch beobachten, wenn man beispielsweise Euro-Investor ist, dass man dann eben weiß, sollte man eher im Dollar sein, wann sollte man eher im Euro sein. Aber eben zur Diversifizierung wäre die AED sehr interessant, weil ich die auch jederzeit wieder zurücktauschen kann, überweisen kann und ja dann dieses Aufwertungspotenzial habe dazu und hohe Zinsen ja auch bekomme. Also ich weiß aus meinem eigenen Studium noch, ich habe auch mal Bank und Börse, ich habe einiges studiert, also alles abgeschlossen, also hier kein Roter. Und weißt du, aus meinem eigenen Studium, dass natürlich Währungsspekulationen oder ein unheimlich schwieriges Thema sind, gerade auch für Otto-Normalverbraucher. Gibt es da irgendein Tool vielleicht oder irgendeine Hilfe, wie ich das ein bisschen besser abschätzen kann,
Weil auch wenn zum Beispiel Menschen jetzt in Dubai eine Immobilie kaufen und die jetzt vielleicht Off-Plan gekauft haben und über 2 Jahre abtrotteln, für die ist es ja durchweg sehr interessant jetzt zu wissen, ob es jetzt sinnvoll ist, vielleicht heute schon in Dirham zu wechseln oder in US-Dollar oder ob sie sich überhaupt keine Sorgen machen müssen und die nächsten Raten gemütlich aus dem Euro zu bezahlen oder ob das für sie ein Risiko darstellt. Also was ist denn da jetzt, wie kriegen die das denn jetzt raus, ob es besser ist, in Euro zu investieren oder in Dirham zu investieren? Ja. Also wir haben für uns selber, was wir ein Modell nutzen eben, wo man nur 1 bis 2 Mal im Jahr irgendwo was umtauschen muss. Entweder in Euro oder in Dollar oder dann wieder von Dollar in Euro zurück, was eben gerade dann zu dem Zeitpunkt besser ist. Und das ist ein Dollarinvestor und ja, muss man eigentlich nur 1 bis 2 Mal überhaupt drauf schauen im Jahr. Und dann weiß man, wann der Dollar kippt und wann der Euro kippt. Okay. Dann hat man ein sehr gutes, ja, würde ich sagen, ein Kompass. Mhm. Wann sollte ich wo, in welche Richtung ich bewegen? Habt ihr da auch vergangenheitsorientierte Zahlen, dass eure Empfehlungen da richtig sind? Oder eher, ob ihr da eher Scheiß gebaut habt? Also wie Mr. Dax? Nee, das kann man so wenig nachschauen, in den letzten 20 Jahre. Okay, cool. Die ganze Historie dann dafür da. Kann man auch, legen wir auch offen. Also das okay, cool. Und ist das dann verrückt teuer? Oder ist das für einen schmalen Taler zu haben? Also wir machen das echt für einen schmalen Taler, sind 99 Euro pro Jahr. Und dann hat man eben dann wirklich diesen Blick, also da haben wir auch wirklich die Investoren im Blick, wo man sagt, ich will ja gar nicht so viel im Währungsmarkt machen, aber ich will wissen, wann sollte ich besser im Dollar, wann im Euro sein, wann kassiere ich da Zinsen, wann kassiere ich da Zinsen. Oder ich kann sie dann auch in den ARDs wechseln. Gibt es da so ein paar Tipps, welche Konten ich dann nutzen soll und sowas? Weil ich sag mal so, wenn man heute das falsche Konto hat, dann sind 99 Euro nix. Ja. Da kann ich alleine 10.000 Euro in Dirham umtauschen und da bleiben schon 300, 400 Euro auf der Strecke, wenn ich es richtig schön doof mache. Ja. Gibt es da auch so ein paar Tipps oder irgendwie ein Infoschreiben von euch oder so, wie sich da die Kunden aufstellen sollen? Ja, also da können sie von uns irgendwelche Hinweise bekommen, also wie sie das machen können, weil es sind auch unterschiedliche Investoren, also was das Ziel ist und je nachdem, was das einzelne Ziel ist, hat man auch wo die Transaktion gemacht wird. Mhm. Also bei einer Bank, bei einem Broker, bei einem Zahlungsdienstleister, also je nachdem, was da der Einzelne braucht. Und was ist jetzt, dieses Jahr ist ja nicht mehr so lange, was ist jetzt die Perspektive für dieses Jahr? Besser Dollar oder besser Euro? Also unser Modell geht momentan vom Dollar aus, das ist aber mittelfristig das Ganze, wir gehen momentan davon aus, dass der Dollar sich nochmal weiter stärken wird gegenüber dem Euro. Schöner Tipp. Jetzt haben wir natürlich Mr. Forex hier sitzen und gibt natürlich auch viele, die haben auch natürlich Sorge um Central Banking und sind eigentlich immer mehr die versuchen Banken komplett zu meiden, da gibt es ja auch immer mehr und versuchen ins Decentralized Banking zu gehen, also quasi den gesamten Bankensektor zu meiden. Und da ist natürlich auch eine der Kernfragen, wie wird sich denn der Kryptomarkt entwickeln noch 2024, 2025? Mhm. Zurzeit scheint ja, ich sag mal so, die Leitwährung, so nenne ich es jetzt mal den Bitcoin, sich momentan sehr positiv zu entwickeln, der steigt. Welche Erwartungen gibt es denn da für das Jahr noch 2023, 2024? Mhm. Oder vielleicht hast du sogar ein, zwei Empfehlungen, gibt man ja nicht gerne Ideen, ich sag mal so, wie es jetzt da weitergehen wird. Ja. Also wir haben momentan so eine Zeitenwende am Kryptomarkt, weil der Kryptomarkt wird übernommen. Also wir haben bisher ja hauptsächlich die Krypto-Leute drin gehabt und aufgrund dessen, dass die jetzt nicht mehr viel gemacht haben für diesen Markt, ist ja der Markt nach unten gegangen, die Projekte waren auch nicht mehr gut, die haben keine Renditen gebracht, vielleicht auch nur 3-4%, wenn ich aber 5% auf den Dollar kriege, warum soll ich 3-4% in ein Kryptowährungsportfolio investieren? Und das hat natürlich die Werte nach unten gebracht. Und jetzt ist es so, dass die Banken dann gesagt haben, okay, wenn ihr euch nicht darum kümmert, dann machen wir das. Und dann haben im Prinzip die Großfinanz hat sich jetzt eingekauft, die haben die Infrastrukturteile davon übernommen, Mining-Unternehmen beispielsweise. Ja, dann kommt ja jetzt sehr wahrscheinlich der Bitcoin-ETF von Seiten BlackRock. BlackRock ist ja die größte Vermögensverwaltungsgesellschaft der Welt. Die haben auch schon sich in etliche Unternehmen im Kryptobereich eingekauft. Weitere Finanzdienstleister stellen die Infrastruktur auf, immer mehr Banken auch, bieten jetzt Krypto zukünftig an. Beispielsweise alleine in Deutschland gibt es die DWP Bank, die versorgt über 1100 Banken in Deutschland mit der Infrastruktur für Wertpapiere. Und die bauen jetzt die Kryptoinfrastruktur auf. Das heißt, jede Volksbank, Sparkasse, alle Banken können dann über dieses Wertpapiersystem auch genauso die Kryptos ordern.
Macht ja auch verdammt viel Sinn, wenn den Banken selber ihr eigenes Geschäftsmodell wegbricht. Ja. Im Prinzip auch das Feld im Prinzip dann zu beackern, um wieder neue Möglichkeiten zu finden. Decentralized dann vielleicht wirklich sogar als Konkurrent als nochmal extra Konkurrent dann zum Centralized Banking aufzutreten, was sie ja wieso schon sind. Genau. Also eigentlich eine smarte Strategie, um im Prinzip selber wieder Boden zu finden. Ja, genau. Und DeFi wird gleichzeitig auch jetzt rein reguliert. Also man hat ja erst mal gesagt, okay, und das eine wird jetzt reguliert und DeFi ist man safe, da können die ja gar nicht. Pustekuchen. Ja. Auch da wird jetzt rein reguliert, weil hinter den DeFi-Konzepten steht ja meistens eine Firma. So. Vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz, was DeFi heißt als Abkürzung. Genau. Decentralized Finance, das heißt also dezentrale Finanzen, nicht abhängig von zentralen Vermittlern. Mhm. Danke. Genau. Und das heißt, dort dann hat man gesagt, naja, da kann man ja nicht ran, weil die sind ja dezentral. Mhm. Ist aber nicht, es steht immer ein Projektteam dahinter. So, wenn man kein Projektteam findet, dann haben die Behörden gesagt, naja, okay, aber es hat ja trotzdem niemand Interesse dran. Wer hat denn noch Interesse dran? Dann haben beispielsweise diejenigen, die den Governance-Token beispielsweise dazu haben, also die Stimmrechte dann dafür haben, dann kann man ja an die rangehen. Dann müssen die sich offenbaren. Verstehe. Oder die Programmierer. Also ich habe immer jemanden, wo ich rangehen kann, der ein Interesse an dem Ganzen hat. Das heißt, man geht an die Stakeholder. Dann sieht man das auch schon, dass die ersten Börsen hier reguliert werden im DeFi. Also die dezentralen Börsen, die DEXs, werden hier auch schon reguliert. Und auch, die sagen auch von den New York Customer, was die dann machen entsprechend. Also hier kommt auch ein Umdenken rein. Will also heißen, das klassische Finanzsystem dockt die dezentralen Finanzen an und den Kryptomarkt. Aber also dadurch macht es transparent und wieder reguliert. Genau. Also das Negative daran ist, dass die Geldfreiheit zurückgeht in dem gesamten Kryptosektor. Das Positive ist, es wird ein unglaublicher Finanzstrom reinkommen. Weil für die Investoren ist natürlich jetzt die Umgebung sicherer. Absolut, verstehe. Und BlackRock hat es auch als eigene Anlageklasse definiert. Und sobald es eine Anlageklasse definiert ist, wird es immer prozentual einen Anteil an Gesamtanlagen erhalten. Ah, macht Sinn. Jetzt haben wir noch ein Thema gar nicht besprochen, das fällt mir jetzt gerade ein, wir sind ja in Dubai und Dubai ist ja ab 01.01.2024 scheinbar ein BRICS Plus Mitglied, das heißt, das wird quasi in die Idee des BRICS Verbundes aufgenommen. Meine Frage an dich, ja, wenn es eigentlich eine feste Dollarparität gibt, wie passt denn das zusammen? Haben die Amis damit kein Problem? Oder das finden die bestimmt nicht so lustig, dass da auf einmal eines ihrer Schäfchen ausbricht und im Prinzip sich für einen anderen Verbund entscheidet, der ja so mehr oder weniger als Konkurrenzprodukt zum Westen positioniert wird. Ja, also die BRICS, die wollen jetzt ein paar aufnehmen und wenn wir jetzt die Arabischen Emirate sind dabei, aber auch Saudi-Arabien ist dabei, Iran ist mit dabei beispielsweise von den arabischen Staaten und diese sind ja sehr stark dollarzentriert, wie wir vorhin gesagt haben. Wie du auch sagst, es ist schon seltsam, warum passiert das andere auch? Da muss man jetzt sehen, dieser Dollarpakt ist ja eigentlich im letzten Jahrhundert irgendwann entstanden. Ja, kein genannter Petrodollar. Ja. Also dass dann die Öl gegen Dollar verkauft wird. Das ist sozusagen so diese Verpflichtung gewesen. Und die Einnahmen werden dann wieder in den USA, zum Beispiel in Staatsanleihen, dass die Verschuldung finanziert wird der USA durch dieses Geld. So, jetzt haben wir das Thema gehabt im letzten Jahr, als bei Russland, die ja auch ihr Öl in Dollar verkauft haben. Und die hatten so 300 Milliarden Reserven rumliegen an Dollars. Und wie sie dann der Ukraine-Konflikt begonnen hat, wurden diese 300 Milliarden Dollar einfach gesperrt, konfisziert. Okay, ich verstehe. Ja, und natürlich dann andere Staaten haben sich gedacht, gucken sich das an und denken sich, wie in Kanada, die Freiheitskämpfer, nee, nicht mit uns. Genau. Und das motiviert, um Alternativen zu schaffen. Genau, und deswegen wollen mehr Staaten einfach raus aus dem klassischen US-gesteuerten Finanzsystem. Und deswegen bekommen wir jetzt eine Zweiteilung von dem Finanzsystem, dass wir ein klassisches Westsystem bekommen, das auch vor allen Dingen in dem Zahlungsverkehrssystem SWIFT auch läuft. Ja, stimmt. Mit den Institutionen wie Internationaler Währungsfonds etc. Und dann haben wir ein Ostsystem, das auf Basis der BRICS Plus läuft. Also dort sozusagen, wo die sich dann zusammenschließen und eben ein Zahlungssystem außerhalb von SWIFT aufbauen selbst. Ja, macht ja auch Sinn. Also genauso wie wir Freiheit wollen, denken die sich auch,
vielleicht haben die vorher immer gedacht, okay, ja, wir sind jetzt im Dollarverbund drin und die haben Macht, aber solange es die Amerikaner nie auf die Spitze getrieben hat, hat sich da noch jeder komfortabel gefühlt. Aber in dem Moment, wo man einmal die Muskeln spielt und zeigt, was man kann, in dem Moment sucht man natürlich nach Alternativen. Genau. Und ja, jetzt geht natürlich also auch die Vereinigten Arabischen Emirate, wo wir natürlich jetzt im Moment sind, in diesem BRICS-Verband. Das heißt, dann ist wahrscheinlich vielleicht sogar davon auszugehen, dass sie sich mittelfristig dann vom Dollar entkoppeln. Genau, so ist es. Und dann vielleicht zu diesen 20% Aufwertung oder wo eben wir dann stehen, dann kurzfristig kommt. Genau. Was bedeutet denn das dann für Immobilieninvestoren, wenn es eine kurzfristige Aufwertung gibt? Dass dann ihre Immobilien teurer werden in Dubai? Die neu kaufen ja. Die Bestandsimmobilien natürlich würden dann sofort umgerechnet in eine andere Währung, oder vor allem auf Dollar bezogen, dann 20% zulegen. Okay. Also gab es in der Historie immer wieder, dass diese Auflösungen stattgefunden haben, im Positiven genauso wie im Negativen. Im Sinne, ja. Wir haben es ja auch in Schweiz gesehen. Da war es ja auch dann schnell 20% plus, einfach ja, wie es aufgelöst wurde. Das hat ganz, ganz toll wehgetan für Leute, die natürlich ihre Häuser im Schweizer Franken finanziert haben. Ja. Die haben dann mal, also die haben dicke Backen gekriegt. Genau, aber die Schweizer Chalet hatten, die waren nochmal schnell reicher. Absolut. Und das geht also dann eben über Nacht sehr schnell, wenn so etwas aufgehoben wird. Dann hoffe ich mal, dass aufgehoben wird. Und natürlich jeder, der sich für Dubai entscheidet und Lust hat, hier zu investieren, kann sich natürlich nach wie vor bei uns unten beim Link, in diesem, also beim Video, an, über den Link quasi einloggen und kann sagen, hey, ich hätte auch Interesse an Dubai in Dubai zu investieren. Und da helfen wir natürlich gerne auf der einen Seite, wie man hier gut in Immobilien investieren kann. Aber wenn man natürlich das Währungsmanagement dazu und auch noch für einen schmalen Taler im Prinzip sich organisieren möchte, dann kann ich an der Stelle, sage ich mal, ganz warm den Jürgen empfehlen, der sich da sicherlich richtig gut auskennt. Und ich habe selber gestruggelt die letzten Jahre immer mit den Währungsschwankungen zwischen US-Dollar, Panama, Great Britain Pound, Nordzypern, türkischer Lira, Nordzypern, US-Dollar, wieder Dubai, aber auch den Dirham. Und ich weiß selber, dass das gar nicht so einfach ist, auch die richtigen Banken zu finden, wie man dann die ideale Passigkeit und den Fluss findet, um wenig zu verlieren und im besten Fall noch was zu gewinnen. Und deswegen ist natürlich toll, wenn es da Leute gibt, die sich damit beschäftigen und dann noch ihr ja, über 25 Jahren gesammeltes Wissen im Prinzip für einen schmalen Taler zur Verfügung zu stellen. Und deswegen freut es mich natürlich doppelt, dass der Jürgen sich hier heute bereit erklärt hat, dieses kleine Interview mit mir zu machen. Ja, magst du noch irgendein nettes Schlusswort sagen? Ja, ich kann nur sagen, man nutzt die internationalen Chancen. Der Euro ist auf dem absteigenden Ast. Das heißt, man weiß, dass es im Inneren den Wert verliert. Man weiß, dass es im Äußeren Wert verliert. Und dann muss ich mich daran orientieren, was machen eigentlich Menschen schon seit Jahrzehnten in anderen Ländern, die auch Weichwährungen haben. Und das ist im Prinzip unsere Leitlinie. Und da sehen wir, dass wir in andere Währungen, in andere Währungsräume gehen müssen, damit wir unser Vermögen erhalten und unser Vermögen ausbauen können. Und das sollte eben jeder auch tun, hier sich international positionieren und beispielsweise eben auch, wie wir gesehen haben, im Dirham und dort auch entsprechende Werte sich holen. Beispielsweise jetzt eben, dass sie Immobilien in Dubai sich holen bei dir, Flo. Wow, geiles Schlusswort. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Lasst euer Like da und ja, euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende.